288 Tage ist es her, dass das letzte Deutschland-Länderspiel war und jetzt geht's weiter gegen Spanien. Eigentlich ein Klassiker. Europameisterschaftsfinale 2008 haben die Spanier gewonnen. Halbfinale 2010 haben auch die Spanier gewonnen. Das letzte Duell der beiden Mannschaften endete 2018, Freundschaftsspiel 1:1. Und jetzt treffen sie nach langer Zeit wieder aufeinander. Deutschland eigentlich abgestiegen aus dieser Nations League, Liga A. Das sind ja insgesamt vier Ligen, A, B, C, D, A, jeweils vier Gruppen. Da wurden die Gruppen aber aufgestockt auf jeweils vier Teams und deswegen durfte Deutschland, obwohl sie in der Gruppe mit Frankreich und Holland nur Dritter und Letzter geworden sind, damit eigentlich abgestiegen wären, in dieser Nations League bleiben und jetzt kommt es unter anderem zu Spielen gegen die Spanier. Ja, ansonsten auch noch in der Gruppe Ukraine und die Schweiz. Bis zum 17. November gibt es ganze 8 Länderspiele. Und ja, diese Nations League ist ja auch nicht ganz unwichtig für die kommende WM. Denn je nachdem, wie du hier abschneidest, bist du entweder in Lostopf 1 oder 2. Es ist von den Namen Deutschland gegen Spanien natürlich ein hochattraktives Spiel. Aber Jogi Löw verzichtet natürlich auf viele, viele Stammkräfte. Es ist ja generell jetzt zur Corona-Zeit, kann ich persönlich das auch nicht ganz verstehen, warum man erst isolationshaft sozusagen in der Champions League angeht und jetzt beim Länderspiel reisen eigentlich alle Spieler von sonst woher. Da sind die Maßnahmen natürlich schon da mit Tests, aber es ist nicht so, dass die Spieler vorher isoliert werden. Da kann man jetzt drüber streiten, aber darum geht es nicht. Lasst uns dann lieber freuen, dass wir 3 Neulinge im Team haben. Oliver Baumann, Robin Gosens und Florian Neuhaus dürfen das erste Mal mit der Nationalmannschaft mitfahren. Und ansonsten werden wir auch einige Namen in der Startelf sehen, die wir sonst nicht so kennen. Ja, vor allem weil die Champions League-Sieger der Bayern nicht dabei sind. Außer die Wiederrückkehrer Sané und Süle, die ja lange Zeit verletzt waren, deswegen beim FC Bayern nicht so viel Spielpraxis sammeln konnten. Da ist jetzt die Nationalmannschaft gerade recht, um sich dann auf den Vereinsfußball vorzubereiten. Grundsätzlich die deutsche Offensive, trotzdem natürlich voller Qualität mit Gündogan im Mittelfeld, mit Kroos, mit Sané, mit Werner, der jetzt ja bei Chelsea ist, mit Kai Havertz, der vielleicht zu Chelsea geht. Dafür in der Defensive, da fehlt ein bisschen die Erfahrung. Vor allem auch die Torwartposition mit den beiden besten Torhüter Deutschlands, mit Neuer und Ter Stegen, nicht besetzt ist, sondern entweder eben Baumann, Leno oder Trapp das Torhüten wird. Das könnte dann natürlich den Spaniern in die Karten spielen. Vor allem Baumann ist ja eigentlich ein Torwart, der eher für so eher durchwachsene Leistungen bekannt ist und öfter mal patzt. Demgegenüber stehen natürlich auch tolle Leistungen, deswegen ist er nominiert worden, aber auf der anderen Seite, wenn er einen schlechten Tag erwischt, ja, man weiß es nicht. Außerdem auch Halstenberg und Klostermann von Leipzig nicht dabei, weil die auch im Champions League Halbfinale waren. Und somit ist die Mannschaft, die Deutschland hier gegen Spanien ins Rennen schickt, zumindest von hinten her eher vielleicht nur zweite Garde. Auf der anderen Seite die Spanier, auch schwer einzuschätzen, wie stark die hier auftreten. Von den Quoten her zum Beispiel sind aber die Deutschen hier leichter Favorit. Alles in allem haben die Spiele, auch wenn die direkten Duelle hier eine Rolle spielen, könnte ich mir auch vorstellen, dass das dieses Mal wieder zum Tragen kommt, dass es hier eher weniger als mehr Tore gibt, also vielleicht eher ein ander attraktives. Was eine Sieg- oder Wette betrifft, ja, kann ich mich nicht festlegen. Geht's dir da anders? Nee, nicht wirklich. Ich tue mir auch schwer damit, jetzt irgendwie zu akzeptieren, dass es irgendwie Länderspiele jetzt gibt. Also das ist ein bisschen komisches Gefühl, auch weil, obwohl dieser Nations Cup ja an sich wirklich attraktiver ist als die normalen Gruppenphasen oder Freundschaftsspiele aus der Vergangenheit, fehlt mir trotzdem so ein bisschen der Glaube, dass da die Spieler 100% da anreisen, um zu gewinnen. Also das ist von der Gesamtatmosphäre natürlich jetzt alles eine komische Geschichte. Auch in unserem Nachbarspiel sozusagen von Schweiz-Ukraine habe ich gelesen, dass
ein Schweizer Torwarttrainer Corona hat, dementsprechend isoliert wird. Jetzt weiß man nicht, was bedeutet das Ganze. Also es ist alles ein bisschen strange, aber von der Siegwette würde ich jetzt auch Deutschland nicht wirklich im Vorteil sehen. Spanien genauso wenig, spricht also viel für ein klassisches Unentschieden. Das Spiel an sich ist ja in Stuttgart, natürlich ohne Fans. Von daher gibt es auch keinen deutschen Heimvorteil. Höchstens, dass die Anreise ein bisschen kürzer ist. Aber eher sehe ich auch so ein Spiel ohne viele Tore, mit einem Unentschieden-Charakter. 0-0, 1-1, Halbzeit-Unentschieden, End-Unentschieden. Das sind so meine Sachen, die ich wetttechnisch im Kopf hätte. Das ist halt echt schwierig zu sagen. Die Quote genau auf der Linie mehr oder weniger bei 2,5 spielt es mehr oder weniger keine Rolle, ob man jetzt over oder under geht damit. Aber du sagst, unentschieden ist attraktiv, ist natürlich auch unsere Spezialität. Deswegen würde ich auch hier sagen, vielleicht sagen wir unentschieden oder wir sagen, dass es nach der ersten Halbzeit unentschieden steht. Beides interessante Wetten. Was wäre dir lieber? Ach, theoretisch würde ich ja sogar beides wetten wollen. Aber ich glaube wirklich, dass es zur Halbzeit 0-0 steht. Also ich wüsste nicht, warum jemand da jetzt ein Tor schießen sollte am Anfang. Vor allem, weil die Teams sich ja erstmal finden müssen. Spanien mit Sicherheit auch nicht in Bestbesetzung. Und von daher, es ist jetzt halt auch kein Freundschaftsspiel, ne, wo man sagen kann, lass uns einfach mal vorspielen. Es geht schon um was. Und deshalb denke ich schon, dass beide kontrollierte Offensive angehen werden. Und wir sehen dann erstmal ein 0-0 zur Halbzeit. Dein Wort in Gottes Ohr. Dann wäre ja so ein Under 0,5 in der ersten Halbzeit mit einer 3,05 eigentlich fast noch die bessere Wette als ein X. Denn dass ein 1:1 zur Halbzeit ist, daran glaube ich wirklich fast noch weniger. Wenn dann so ein Halbzeitunentschieden, dann schon hier das 0:0. Lass uns diese Wette hier einloggen. Unter 0,5 Tore in diesem ersten Länderspiel nach der Corona-Pause erwarten wir also kein Feuerwerk. Wir werden es trotzdem schauen natürlich. Bin gespannt. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere Spieler da in den Vordergrund spielen oder sich auch nochmal für vielleicht einen neuen Verein empfehlen, wenn das Transferfenster noch nicht dann wirklich zu hat. Und auch, ja, dass vielleicht auch der ein oder andere dann halt auch über sich hinauswachsen kann. Also ich bin gespannt, dann haben wir auch vielleicht ein bisschen mehr Informationen für dann das nächste Video, denn die Deutschen spielen dann am 6.9. am Sonntag ist das, gegen die Schweiz im zweiten Gruppenspiel. In Basel dann, aber bevor wir uns eure Tipps anschauen, lasst doch nochmal unser Ergebnistipp gehen, den wir in der Champions League schon angefangen haben, nicht ein einziges Mal richtig gelegen sind. Dementsprechend hat das hier auch so ein bisschen was von Lotterie, bis dann mal einer von uns trifft. Und ich finde, der sollte den anderen dann mal zu einem Essen oder so einladen. Würde ich gerne, aber geht hier nicht. Da hast du mich jetzt vor voll unvollendete Tatsachen gestellt. Da weil du die erste Halbzeit hast. Ja, okay. Kann man da nicht auf exaktes Ergebnis setzen. Genaues Ergebnis hier findet ihr es auf Oddspedia. Und ein 0:0 nach 90 Minuten gäbe eine Quote von 11,75. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich tippe hier nach 90 Minuten auf ein 1:1. Fallen noch zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Dann haben wir, dafür gibt es eine 6,5er Quote. Was ist dein Tipp? 1:1. Dass wir uns so einig sind, ist ja schon fast langweilig. Aber gut, wie gesagt, erste Spiel in dieser Nations League. Eure Kommentare gerne unten rein. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und betätigt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann!